Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Let's Play Ark Survival Evolved. Als drittes Let's Play, was ich jetzt noch mache, parallel zu No Man's Sky und Cucumber Craft, dachte ich mir, kann ich noch ein bisschen Ark zocken. Und das sind auch erstmal die drei Projekte, die ich dann mache. Mehr wird es erstmal nicht werden. Ich spiele das erstmal im Singleplayer hier auf The Island, ganz standardmäßig, mit doppelte Farming-Dings und doppelte, also wir bekommen doppelte XP und bekommen doppelt so viel Kram abbauen, damit man einfach nicht so viel farmen muss, weil teilweise muss man arg wirklich sehr lange farmen. Also da ist man auch schon mal eine halbe Stunde an irgendeinem Kram. Und einfach weil ich genau das nicht wollte, habe ich das ein bisschen höher gestellt, aber jetzt auch nicht so übertrieben. Also, ja. Ich mache jetzt kurz meine Grafikeinstellung richtig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich habe die Grafikeinstellung mal kurz ein bisschen angepasst und ich würde sagen, let's go. Also, am Anfang brauchen wir erstmal ganz standardmäßig eine Spitzhacke. Wer Ark nicht kennt, kann sich hier direkt so ein ganz einfaches Beginners Guide Dings. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wunderschöne Spitzhacke. Am Anfang empfehle ich auf Gewicht zu leveln, weil man das am Anfang am ehesten braucht. So, wunderschöne Spitzhacke. Ich werde mir auch mal ganz kurz mein das mal deutlich größer machen. Einfach weil ich es von Minecraft gewohnt bin, so ein dickes eine dicke Hotbar zu haben. So, erstmal für Nahrung braucht man diese Beeren am Anfang, die sind relativ wichtig. Das Einzige, was man am Anfang eigentlich essen kann. Ja gut, man kann auch Dinos klatschen direkt. Ein paar harmlose, aber ja. Wer Ark nicht kennt, es ist ein Survival-Spiel. Ein sehr leistungsaufwendiges Survival-Spiel, weshalb die Grafik jetzt auch nicht so krass eingestellt ist bei mir. Also ja, Himmel und so habe ich gut eingestellt, aber erkennt jetzt vielleicht da so ein paar Pixelchen. Aber ich denke mal, das stört nicht weiter. Ich gehe jetzt ein bisschen auf Gesundheit. So, und hier können wir theoretisch direkt anfangen zu leveln. Also mit jedem Level Up kriegen wir halt so Engram Points. Und damit kann man dann halt so Sachen erlernen, die man halt craften kann und mit denen man halt coolen Kram machen kann. Lagerfeuer ist wichtig, um Essen zu braten. Und vor allem erstmal ein bisschen Rüstung als Dings Widerstand gegen Temperaturen. Denn uns kann hier auch relativ schnell warm oder kalt werden. Deshalb dagegen sollte man sich immer Rüstung machen. Da brauchen wir direkt noch ein bisschen Feuersteine, damit wir uns eine Axt machen können. Das ist ja ruhig mal hier. Das reicht schon. Nein, oder? Das will ich nicht. Das war die Konsole. Die werden wir aber auch hoffentlich nicht benutzen. So, Fackel, direkt mal ein paar Speere. Ich kann nur einen Speer machen hinterher. So, bisschen Feuerstein. Ach man, ich will immer mit Tab im Inventar öffnen. Ich spiele zu viel No Man's Sky, weil da öffnen wir mit Tab im Inventar. So, Fasern brauchen wir noch für ein paar mehr Speere. Ich mache aber direkt mehrere. Denn die Holzspeere gehen sehr schnell kaputt. Deshalb mache ich mir aber lieber ein paar mehrere, so 5 Stück oder so. Da kann man noch mal länger am Stück kämpfen. Dann skill ich direkt mal auf Gewicht. So, Gewicht ist quasi, wie viel wir tragen können. An, weiß nicht, Kilo wahrscheinlich nicht. Aktuell können wir nämlich 130 tragen. Ich kenne die Einheit nicht, keine Ahnung. Muss ich mir gleich mal anziehen. By the way, das bin ich. Ich sehe wunderschön aus mit diesen dezent zu dicken Oberärmchen. Und da habe ich doch gerade schon was gehört. Ah, das ist ein harmloser Dino. Die könnten wir sogar zähmen direkt, indem wir einfach Beeren ins Slot legen. Also wir können einfach jetzt zähmen direkt am Anfang, aber ich lasse es mal sein, weil der wird eh nicht so lange überleben. Ich bin mal an Spot 3 gespawnt, südlich 3. Also wenn man Ark startet, man kann quasi sich mehrere Spawnpoints aussuchen. Und das ist jetzt der östlichste Spawnpoint, den man so haben kann, das ist unsere Map. Der östlichste südliche Spawnpoint. Also am Süden ist quasi das einfache Gebiet für Anfänger und so ein Kram oder wo man einfach generell immer startet, weil ja. Und Westen und Osten sind so härtere Gebiete und im Norden ist dann halt heftig.
Direkt unter Wasser können wir vielleicht auch mal kurz gucken. Es gibt nämlich ein paar miese Haie und Krokodile. Mal gucken, dass die uns nicht hier angreifen. Sieht aber erstmal das clean aus. Boah, als ich die ersten Mal Ark gespielt habe, ne? Ich wurde so oft von diesen ekelhaften Krokodilen zerlegt. Aber das ist jetzt nicht mein erstes Spiel. Ich habe Ark jetzt schon mehrfach durchgespielt. Und was heißt durchgespielt? Ich habe jetzt nicht die Endbosse geklatscht und so, aber ich habe halt schon. Ich war schon sehr weit. Na, aber jetzt halt neuer Laptop, ne? Halt, wir von vorne anfangen und ich dachte mir, ey, kannst du doch direkt eine Aufnahme mit starten? Warum auch nicht? So, ich würde das Level einfach nochmal kurz machen, dass wir das Level beenden und da können wir anfangen, uns direkt erstmal eine kleine Strohhütte zu zimmern und die hier irgendwo hinzubasteln. Und da vorne ist ein Airdrop, lass mal zu dem nochmal hingehen. Es gibt nämlich so Airdrops, wo dann quasi so ein bisschen Loot drin ist. Wir sind aber ziemlich langsam, weil unser Inventar etwas überfüllt ist. Wir sehen ja, unser Gewicht ist bei 104, das wir aktuell tragen müssen, aber ich schmeiß mal ein paar Steine einfach weg. Jetzt können wir recht schnell laufen. Das ist ganz praktisch. Ich laufe mal eben da vorne hin. Ja, muss einmal Ausdauer ringen, aber wir sind zumindest schon mal da. Und das hier sind so Parasaurier. Die sind friedlich, die könnten wir eigentlich klatschen. Nur sind die relativ schnell. Das ist Level 10. Ich glaube, den kriege ich nicht geklatscht. Der läuft. Der wird erst weglaufen. Also vorher weglaufen, bevor ich den killen kann. Oh! Und hier haben wir direkt erstmal ein bisschen Kram für eine Strohhütte. Ja, Mann. Start-equipped sozusagen. Es gibt diese Airdrops halt, die tauchen ja ab und zu halt vom Himmel auf und ja, gibt es halt Loot drin, den man looten kann. Das war jetzt ein weißer Airdrop, das sind halt die schlechtesten. Und dann gibt es noch grüne, blaue, lila und rote, glaube ich. Rote waren die heftigsten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist aber auch schon länger her, dass ich Ark gespielt habe. Deshalb bin ich mir nicht zu 1000% sicher. Aber wir können ja schon mal anfangen. Ich denke, meine Basis. Oh, ich kann ja eigentlich hier bauen. Hier ist so ganz praktisch am Strand. Hier haben wir eine relativ flache Stelle. Ja, da vorne. Ich war da vorne. Eine relativ flache Stelle. Denn Ark ist jetzt kein Minecraft, was das Bauen angeht. Heißt, man hat nicht so viel Freiheiten und man muss sich da ein bisschen mehr überlegen, wo man baut. Ja, aber hier ist gut. So, wenn das jetzt einmal 55 laden würde. Ah, nee, das ist eine Strohdecke, ja moin. Wir brauchen ein Fundament. Da, Strohfundament. So, das direkt einmal hier hin. Wunderbar, ich würde sagen, lass mal einen Saurier klatschen hier direkt. Ich schmeiß mal kurz ein bisschen Holz weg. So, das brauche jetzt erstmal 10 Minuten, bis es despawnt. In der Zeit können wir ja mal ganz kurz den Typen hier klatschen. Eventuell trifft man so den Kopf, weil es gibt nämlich immer einen Boni, wenn man den Kopf trifft. Aber mein Aim ist jetzt auch nicht so. Ach, komm, ja. Ja, moin. Okay, das wird. Ich habe sowas von hingeworfen, Alter. Was war das denn jetzt? Na komm. Bruder. Okay, Ark PvP muss ich definitiv auch nochmal üben. Also PvE muss ich auch nochmal üben. Wie gesagt, ich habe länger nicht mehr gespielt. Alter, kann der mal bitte stehen bleiben hier? Komm! Hab ich dich und direkt ein Level up. Sehr schön. So, dann lerne ich direkt nochmal hier die Chest erstmal. Wieso bewegt. Okay, gut, wenn wir jetzt mal eine Spitzhacke abbauen, bekommen wir mehr Fleisch raus. Mit der Axt bekommen wir mehr Leder raus. Und da ich erstmal ein bisschen Leder brauche, brauche ich mit der Axt ab. Und es gibt sehr viele tatsächlich. 106 Leder, ja moin. Okay, irgendwo hier habe ich gerade noch einen Speer weggeworfen.
geworfen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo der liegt, weil da vorne. Ja, ist ja auch egal. So, Holz wird wieder eingesackt. Ich crafte dann noch mal ein paar Fundamente, 9 Stück nämlich genau. Ja, dann direkt hier. Und dann brauchen wir noch ein paar Fasern für neue Speere. Oder können wir direkt so neue Speere machen? Ja, uns fehlt ja wahrscheinlich Fasern und Holz gleich. Boah, wir sind so langsame. Na, ich mach das mal eben, dann bis gleich. So, Fundament steht. Ich glaube, ich mache doch nochmal die Auflösung ein bisschen höher. Nur ein bisschen. Ja. So, Fundament steht. Ich werde dann noch kurz ein paar Wände hier hinklatschen. Dann können wir hier nochmal. Hier werde ich dann einfach mal eine Eingangstür machen. So, dann brauchen wir noch ein paar Wände. Und da können wir auch mit dem Dach direkt anfangen. Ach, ich will mein Inventar öffnen. So, dann nochmal Handschuhe, Schuhe, Wasserbeutel. Und ich merke gerade, ich habe auch direkt ziemlich Durst. Einmal trinken, Wasserschlauch auffüllen. Ja, sieht zwar nach Salzwasser aus, so offenes Meer, aber ey, kann man trinken. Ist gar nicht gefährlich oder so. Also, nee, passt. Aber ich denke, wir können eigentlich erstmal hier ein normales Dach hinzimmern. Und dann machen wir das. Dann haben wir zwar so ein bisschen niedrig hier das, aber. Ne, ist halt auch eine Strohhütte. Für die müssen wir uns dann nicht so viel Mühe geben. Eine Kiste hätte ich gerne noch. Brauchen wir noch ein bisschen Holz. Dann können wir nämlich erstmal unseren Kram einlagern. Wäre auf jeden Fall schon mal ganz praktisch. So, bisschen Stroh dann soll noch. Also mit der Spitzhacke im Baum baut, kriegt man eben mehr Stroh raus und mit einer Axt eben mehr Holz. Ich muss kurz hier nochmal, aber wir können gleich 2 Kisten machen. Wunderbar. Ich gehe mal ein bisschen auf Damage eventuell, dass wir mehr Damage machen mit jedem Schlag. Strohdecke einmal erlernen. Ein Bett können wir noch erlernen, das ist dann quasi so ein Respawn Point. Habe ich Wand? Kenne ich die Wand schon? Die Strohwand wäre auch nicht schlecht. So. 2 Kisten und Strohband brauchen wir noch ein paar Fasern für. Das heißt wieder Büschel pflücken. Na wunderbar. So, können wir hier mal eine Kiste hinmachen und hier mal eine Kiste hinpacken. Dann schmeiße ich erstmal ganzes Kram ein. Das sind so Skins für Rüstung. Ich weiß nicht, wieso ich die habe, aber ich nehme es. Ne? Also. Ich beschwere mich nicht, ich weiß nur nicht, woher ich den Kram habe. Lagerfeuer wäre auch nicht verkehrt zu machen. Brauchen wir noch ein bisschen Stein für. Ja, da können wir unser Fleisch nicht braten und können es dann von Fleisch ernähren. Ich baue mal das ab hier. So, reicht auch schon. Ein Lagerfeuer, wunderbar. So, ich stelle es einfach mal ins Strohhaus. Bei Ark ist das. Oh. Nicht so schlimm. Ich merke gerade, das Dach ist ein bisschen verrutscht. Das ist ja, das muss ich wieder abreißen. Gut. Schade. Passiert. So, Lagerfeuer. Dann einmal Brennstoff rein, Fleisch rein und das kann jetzt einmal durchgebrannt werden. Dann gehe ich noch mal kurz ein paar Büsche pflücken, dass wir hier Fasern bekommen und ja. Und diese Bambusdinger gehen auch, glaube ich. Ja, genau. So, Fasern haben wir auch erstmal genug. Wir haben jetzt hier ja 300, 450 Stück. Das reicht erstmal. Für Wände fehlt jetzt noch ein bisschen Holz.